Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Deutschland hat am Morgen das bislang größte Luftwaffenmanöver seit Gründung der NATO begonnen, Air Defender 23. Zusammen mit Verbündeten übt das Militärbündnis knapp 2 Wochen lang den Ernstfall, die Verteidigung Deutschlands gegen einen Angriff aus dem Osten. Die Führung hat dabei die Bundeswehr. Das Manöver wurde jahrelang vorbereitet. Hier zunächst Zahlen und Fakten zu Air Defender 23. An der Übung nehmen 25 Staaten mit insgesamt 250 Flugzeugen und 10.000 Soldatinnen und Soldaten teil. Deutschland hat die Führungsrolle. Hier befinden sich die 3 wichtigsten Drehkreuze. Die Übungsflüge finden hauptsächlich in 3 Lufträumen statt: Nord, Ost und Süd. Außerdem soll es jeden Tag Missionen zur NATO-Ostgrenze geben. Die Maschinen fliegen täglich mehrere Stunden zwischen 10 und 20 Uhr, nachts nicht. Sie bewegen sich dabei hauptsächlich in einer Höhe von 2.500 bis 15.000 Metern, also in Höhen wie Passagiermaschinen. Tiefflüge mit maximal 500 Metern gibt es nur im Übungsraum Ost sowie an den Truppenübungsplätzen Baumholder und Grafenwöhr. Die Soldatinnen und Soldaten üben bei Air Defender beispielsweise, wie man Drohnenangriffe bekämpft, Flughäfen oder Seehäfen verteidigt. Seit dem Morgen läuft die Übung auch am Flieger Horst Wunsdorf bei Hannover, dem logistischen Drehkreuz für Air Defender 23. Von hier starten Transportmaschinen von Bundeswehr und Verbündeten, bringen Fallschirmjäger zum Absprungort oder betanken Kampfjets in der Luft. Das Fazit nach dem ersten Übungstag? Das war super. Also das ist das erste Mal, dass ich an einer so großen Formation teilgenommen habe. Wir Deutschen, wir sind total dankbar dafür, dass wir so ein tolles Zeichen von den multinationalen Kräften haben. Auch gerade von Amerika, die mit so vielen Leuten hierher gekommen sind. Das ist ein wichtiges und richtiges Zeichen. Air Defender gilt als die größte Verlegeübung seit Bestehen der NATO. Grundlage? Ein fiktives Szenario. Ein östliches Militärbündnis mit dem Fantasienamen Okkasus hat Teile Deutschlands besetzt, plant Sabotageaktionen und steht kurz davor, den Rostocker Hafen einzunehmen. Ein Bündnisfall nach Artikel 5 des NATO-Vertrags. Diese Übung ist im Signal gegen niemanden gerichtet. Es ist ein Signal an uns, an innen gerichtet, in die NATO hinein. Es sind überwiegend NATO-Staaten, die an dieser Übung teilnehmen, die deutsch geführt ist, dass wir in der Lage sind, dieses Land und dieses Bündnis zu verteidigen. Es ist natürlich eine massive Präsenz. Das ist auch wichtig, ein deutliches Signal gegenüber Russland zu senden. Aber es soll eben auch abgewogen und differenziert sein. Kritiker bezweifeln das, halten die Übung von 25 Ländern für eine klare Provokation gegenüber Russland. Doch die Bundeswehr betont, geplant habe man die Übung weit vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und dennoch. Es hat natürlich jetzt mit dem Krieg in der Ukraine noch mal eine ganz andere Bedeutung. Insbesondere natürlich für unsere östlichen Bündnispartner. Insgesamt rund 2000 Flüge und täglich gesperrte Lufträume. Fluglotsen befürchten, wegen der 2-wöchigen Übung könnten zivile Flüge ausfallen. Doch laut deutscher Flugsicherung sind aktuell nur minimale Auswirkungen durch Air Defender zu erwarten. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI hat in seinem Jahresbericht vor einem Wettrüsten der Atommächte gewarnt. Derzeit gäbe es weltweit 9.576 einsatzfähige Nuklearsprengköpfe, 86 mehr als vor einem Jahr. Etwa 90% aller Atomwaffen seien weiter im Besitz der USA und Russlands. China stocke sein Arsenal aber am schnellsten auf. Auch deutsche Friedensforschungsinstitute warnen vor einem weltweiten Wettrüsten. Insgesamt fordern sie mehr diplomatische Initiativen. Im Ukraine-Konflikt dürfe man allerdings nicht allein auf Verhandlungen setzen, warnen sie in ihrem jährlichen Gutachten. Russland werde seinen Expansionsdrang fortsetzen. Die Ukraine müsse deshalb langfristig militärisch unterstützt werden. An der Front ist die Lage unübersichtlich. Die ukrainische Armee meldet in der Region Donetsk Geländegewinne. Stolz präsentieren sie ihre Flagge. Ukrainische Soldaten wollen mehrere Dörfer in der Region Donetsk zurückerobert haben. Diese Bilder sollen die Geländegewinne belegen.
Kiew spricht von Erfolgen an gleich mehreren Frontabschnitten. Am Anfang leistete der Feind Widerstand und versuchte, uns mit seiner Artillerie zurückzudrängen. Aber wir schafften es. Russland bestreitet die ukrainischen Erfolge. Einige der Dörfer lägen in einer sogenannten grauen Zone. Es sei unklar, wer dort die Kontrolle hat. Beobachter sprechen von ukrainischen Erfolgen, aber noch von keinem Durchbruch. Zurzeit ist es in erster Linie so, dass man mal in die erste Linie reinfahrt, schaut, wo die russischen Reserven sind, wie sie rausgelöst werden, versucht die Gegenangriffe dann abzuwehren, schaut auch, wo sich größere Reserven bewegen, um weiter abschätzen zu können, wie man jetzt die zweite Phase dieser oder die nächste Phase dieser Offensive dann rangeht, in welchem Gelände. Russlands Präsident Putin nutzt den heutigen Nationalfeiertag für patriotische Appelle und lobt den Einsatz russischer Soldaten. Gerade jetzt wird sehr deutlich, was ihre Erfolge bedeuten, ihre Solidarität, ihre Entschlossenheit für die Verteidigung ihres Heimatlandes einzutreten. Und zur Verteidigung gehört auch, dass Moskau jetzt alle russischen Privatarmeen kontrollieren möchte und die Achmat-Einheit des tschetschenischen Machthabers Kadyrov unter Vertrag genommen haben will. Die umstrittene Söldnergruppe Wagner lehnt diesen Schritt bisher ab. In den überfluteten Gebieten in der Ukraine leiden die Menschen weiter und versuchen aufzuräumen und nicht aufzugeben nach dem verheerenden Dammbruch. Silvio Berlusconi ist tot. Der frühere italienische Ministerpräsident ist mit 86 Jahren in einer Mailänder Klinik gestorben. Der Unternehmer und Milliardär hat die Politik seines Landes in den vergangenen Jahrzehnten maßgeblich mitbestimmt, aber auch polarisiert. Viele haben ihn geliebt, viele haben ihn gehasst, sagte Ex-Regierungschef Renzi. Berlusconi war 4-mal Ministerpräsident. Andiamo avanti! Vorwärts sollte es vor allem mit ihm gehen. Silvio Berlusconi prägte jahrzehntelang die Geschicke und die politische Kultur des Landes. Auftritte wie diese des Präsidenten bestimmten das Bild Italiens im In- und Ausland. Nicht immer kam der Stil gut an. Angela Merkel ließ der Cavaliere wegen eines dringenden Anrufs stehen, Merkel ging. Berlusconis Aufstieg zur Macht begann in den 90er Jahren. Er investierte in ein Medienimperium, verschaffte sich enormen Einfluss auf die Wählerinnen und Wähler. In einer Videobotschaft kündigte er an, er gehe in die Politik. Populär war er ohnehin schon als Eigentümer des erfolgreichen italienischen Fußballclubs AC Mailand. Die von ihm geschaffene Forza Italia, mehr eine Bewegung als eine Partei, sollte das von politischen Krisen geschüttelte Land verändern. Berlusconi wird zum ersten Mal Ministerpräsident. Er steht für die Wende in der italienischen Politik, in der Massenkommunikation, in der Wirtschaft. Mit ihm haben wir gelernt, dass sich Italien keine Grenzen von anderen setzen lässt. Grenzen galten scheinbar auch oft nicht für ihn selbst. Zahlreiche Skandale und Ermittlungsverfahren perlten an Silvio Berlusconi ab. Einmal wurde er rechtskräftig wegen Steuerbetrugs verurteilt. Im sogenannten Bunga-Bunga-Verfahren, wo es um Sex mit der minderjährigen Ruby, Machtmissbrauch und Schweigegeld ging, am Ende Freispruch. Im vergangenen Jahr dann nochmal ein politisches Comeback. Zusammen mit Giorgia Meloni von den ultrarechten Fratelli d'Italia und der nationalistischen Lega Nord bildet Berlusconis Forza Italia die jetzige Regierungskoalition. Bis Mittwoch stehen die Fahnen in Italien auf Halbmast. Dann findet im Mailänder Dom ein Staatsbegräbnis für Silvio Berlusconi statt. Bundesregierung und Energiebranche wollen den Ausbau von Fernwärme beschleunigen. Mittelfristig sollen jährlich mindestens 100.000 Gebäude neu an Wärmenetze angeschlossen werden, kündigten Wirtschaftsminister Habeck und Bauministerin Geiwitz nach einem Treffen mit der Branche an. Die Fernwärme ist auch für den Streit über das Heizungsgesetz von Bedeutung. So könnte die Pflicht zum Umstieg etwa auf eine Wärmepumpe entfallen, wenn der Anschluss an ein Fernwärmenetz absehbar ist. Die Niederlande gehen im Kampf gegen Hautkrebs ungewöhnliche Wege. Spender mit Desinfektionsmitteln, die während der Corona-Krise zum Einsatz kamen, werden umgerüstet. Sie enthalten kostenlos Sonnencreme. Aufgestellt sind sie zum Beispiel an Schulen und Sportvereinen und sollen vor allem auch junge Menschen dazu bewegen, sich einzucremen und vorzusorgen. In ganz Europa ist die Zahl der Hautkrebsfälle in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Selbst am Abend keine einzige Wolke am Himmel. Viele Niederländer genießen das schöne Wetter im Freien. Der Sonnenschutz wird dabei schon mal weggelassen. Also ehrlich, ich creme mich selten ein. Aber ich war ja auch erst spät heute da. Sonnencreme ist oft zu teuer, obwohl man sie manchmal auch im Sale kaufen kann.
In der Gemeinde Katwijk an der Nordseeküste will man es zumindest daran nicht scheitern lassen. Die Idee? Kostenlose Sonnencremespender. Denn die Zahl der Hautkrebserkrankungen hat sich in den vergangenen 10 Jahren, ähnlich wie in Deutschland, verdoppelt. Und dabei spielt Sonnenbrand eine große Rolle. Viele gehen ungeschützt in die Sonne, aber das ist gesundheitsgefährdend. Genau deshalb ist es wichtig, die Leute dazu zu bringen, die Sonnencreme aus dem Sonnenspender zu nutzen. Einige tausend Euro muss die Gemeinde für das kostenlose Befüllen im Jahr aufwenden. Trotzdem werden die Spender in den Niederlanden immer beliebter, ersetzen vielerorts die Corona-Desinfektionsmittelgeräte. Wir stellen das auch in Schulen und städtischen Parks auf. Manchmal finanziert das auch nicht die Stadt, sondern ein großes Versicherungsunternehmen und macht damit zum Beispiel Marketing. Was als Testlauf begann, findet man nun an vielen Orten. Das Ziel ist klar: weniger Sonnenbrände und weniger Hautkrebs in den Niederlanden. Das Freundschaftsspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen die Ukraine sollte vor allem ein Zeichen der Solidarität setzen. Der DFB hatte 800 Geflüchtete aus der Ukraine ins Bremer Weserstadion geladen. Alle Einnahmen gehen an vom russischen Angriffskrieg betroffene Menschen. Und auch sportlich endete das 1000. Länderspiel der DFB-Elf versöhnlich. Die Mannschaft von Bundestrainer Flick schaffte ein glückliches 3:3 Unentschieden. Das Jubiläumsspiel als Benefizaktion für die Ukraine. Der DFB hat eine aussagekräftige Wahl getroffen für diese Partie. Die deutsche Mannschaft hat von Anfang an viel Ballbesitz und geht früh in Führung. Wolfs Schuss fälscht Füllkrug ab, nach 6 Minuten das 1:0. Für Füllkrug das 7. Länderspieltor im 7. Spiel. Bundestrainer Hansi Flick zunächst zufrieden. Seine neue Defensivstrategie mit Dreierkette geht allerdings überhaupt nicht auf. Der erste Torschuss der Ukrainer ist gleich drin, Zyganov nach 18 Minuten. Rüdiger kommt zu spät, die Abstimmung fehlt, wie schon in den letzten Spielen der DFB-Auswahl. Ähnliche Situation, 5 Minuten später, wieder wird die Abwehr hinterlaufen und letztlich buxiert Rüdiger den Ball ins eigene Tor. Mitte der ersten Halbzeit führt der Gast 2:1. Kurz vor der Pause trifft Sané noch die Latte. Eine unterhaltsame Begegnung in Bremen vor 42.000 Zuschauern. Nach dem Seitenwechsel wird es zunächst nicht besser. Die Ukraine macht aus wenig viel. Dritter Treffer mit dem 4. Torschuss. Als Ginter patzt, trifft Zyganov 3:1. Dank eines ordentlichen Schlusssports reicht es immerhin noch zum Remis. Zunächst macht Havertz in der 83. Minute das 2:3. Dann gleicht Kimmich per Elfmeter aus, 3:3. Insgesamt gerade aus Defensivsicht eine schwache Leistung der DFB-Auswahl. Er galt schon länger als Wunschkandidat für den vakanten Trainerposten bei Eintracht Frankfurt. Nun ist der Deal mit Dino Toppmöller perfekt. Er unterschrieb bei den Hessen einen Vertrag bis 2026. Bis zum Frühjahr arbeitete der 42-Jährige als Co-Trainer von Julian Nagelsmann bei Bayern München. Toppmöller spielte früher selbst für Eintracht Frankfurt in der 2. Bundesliga. Bei einem Bergsturz im österreichischen Bundesland Tirol sind riesige Gesteinsmassen abgerutscht. Dabei wurde der rund 3400 Meter hohe Südgipfel des Fluchthornmassivs teilweise weggerissen. 100 Höhenmeter Gestein sind verschwunden. Grund war nach Ansicht von Experten der auftauende Permafrostboden in der Region. Zum Zeitpunkt des Absturzes absolvierten Bergretter einen Ausbildungskurs in dem Gebiet. Es wurde aber niemand verletzt. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern sind auf ehemaligen Truppenübungsplätzen 2 Brände ausgebrochen. In beiden Waldgebieten liegt noch alte Munition. Es soll immer wieder Detonationen geben. Mindestens 100 Hektar Waldfläche stehen aktuell in Flammen. Die Stadt Lübten bereitet sich auf großräumige Evakuierungen vor. Bereits 2019 gab es in der Region den größten Brand in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 13. Juni. Die Hochdruckzone über dem nördlichen Europa bringt uns auch morgen reichlich Sonnenschein. In den Osten schickt ein Tief von Polen her mehr Wolken. Heute Nacht ist es meist sternenklar, gegen morgen ziehen ganz im Osten Wolken auf, es bleibt aber trocken. Am Tag wird es in weiten Landesteilen wieder sonnig, im Verlauf mit ein paar lockeren Quellwolken. Im Osten gibt es auch dichtere Wolken, am ehesten Richtung Lausitz mal einen Schauer. Heute Nacht Tiefstwerte von 16 bis 3 Grad. Morgen 24 bis 30 Grad, im Osten und Südosten etwas kühler.
Am Mittwoch vom Osten bis in die Mitte Sonne, Wolken und einzelne Schauer. Sonst weiter meist sonnig und trocken. Am Donnerstag insgesamt noch wenig Änderung. Freitag neben Sonne zum Teil dichte Wolken mit Schauern und Gewittern. Um 22.15 Uhr melden wir uns wieder mit den Tagesthemen. Karin Mioska fragt darin eine Bauphysikerin, wie die Heizwende gelingen kann. Und wir schauen auf die Linkspartei, die sich mit und wegen Sarah Wagenknecht immer mehr zerstreitet. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.